Jetzt auch wieder links hin. Achso, du wohnst gar nicht in Hamburg, oder was? Ich lebe jetzt, Digga. Ach echt? Ich bin Reeperbahn, aber ich lebe jetzt. Okay, und wie ist da zu wohnen? Alles wie gehabt, Erdgeschoss, puff, links, rechts. Keine großen Änderungen, Digga. Aber du siehst niemanden kommen und niemanden gehen. Ah, also das kein, läuft nicht so gut. Kein, nee, das ist die Hochburg der Wohnungsprostitution. Ah, okay. Da kriegst du gar nichts mit. Wir haben Brand oder so, unten im Erdgeschoss brennt. Feuerwehr kommt, Ostersonntag, knipst mit einer Hydraulikschere den Herd. Hydraulikschere, wa? Wa. Knipst, stimmt, ich sag jetzt immer wa. Der steckt aber auch an immer wieder, ne? Steckt Todes an. Ja. Ich mach Remix von wa. Weißt du? Alles aus. Nicht weiter sagen. Scheiße, Mann. Aber ich vertraue, das ist Vertrauensbeweis. Niemand weiter sagen. Wenn einer den Remix vor mir macht, gibt's Ärger. Ja, denkst, ja. Worum geht's? Weiter geht's. Nee, es ging um die Hydraulikschere. Ach so, genau. Hydraulikschere, knipsen den Brandherd raus, dass eine Thailänderin, die Essen tickt, also kocht sie, übelst viel solche Töpfe, Digga. Diese geile vegane Sojaschweinereisoße, Digga. Und die Töpfe brennen durch. Ich mach Tür auf, alles qualm. Ich mach Treppenhaus auf, zu, qualm. So, Feuerwehr, Feuerwehr. Hörst du so mehrere Türen, die zu, klack, klack, klack. Ein paar Minuten später, Feuerwehr kommt. Die bringen diesen Brandherd blubbernd und qualm raus. Haben sie aus ihrer Dings rausgeschnitten. Legen den hin neben die Tür. Löschen halt den Lachs. Lassen das da liegen, 2 Wochen. Liegt der Brandherd, ausgeknipster Tisch neben der Tür mit den durchgebrannten Töpfen, mit der ganzen Suppe und so, zieht die Ratten an und so, ist normal, Digga. Innerhalb von 8 Tagen, Geisterhand, weg. Die bringen alles weg. Du weißt selber, du bist angekommen, wenn vor der Tür Matratzen liegen. Dann weißt du, du bist angekommen. Aber auch nicht so lange, ne? Die sind auch schnell weg, ne? Die sind auch derbe schnell weg, ja. Aber ne? Es gibt ja auch brutal viele Obdachlose in Berlin. Aber diese Müll, nee, es ist keine Müllabfuhr. Wir machen ja auch allgemein Sperrmüll, Altona, Reeperbahn, Schanze, das läuft hier ja genauso. Aber da ist das eine andere, da stehen andere Sachen auf der anderer Straße. Schnack. Digga, ganz anderer Schnack einfach, weißt du, ich meine? Da schnackt auch keiner. Wir sagen hier, Schnacker ist was Schlechtes, drüben ist jeder ein Schnacker. Ohne dass du Schnacker bist, überlebst du gar nicht. Weißt du, ich meine? Ich mach jetzt immer harte Witze über Berliner oder über Hamburger, je nachdem, wo ich gerade bin. Aber Flagge sitzt, weißt du? Hamburg on top, Bruder. Hamburg immer on top. Nur, ich wollte mir eigentlich Hitlerbart rasieren für heute. Kein Scherz. Wegen dem Track, wegen Strohpuppe. Strohpuppe? Das hat eine Hintergrundgeschichte noch, kann ich euch danach schicken. Nee, erzähl uns mal jetzt die Geschichte. Ich weiß nicht, wie ich das kurz machen soll. Ich habe den Track geschrieben für ein Mädel, die ich 9 von 12 Jahren, die man sich kennt, aktiv unterstützt habe. Ich habe sie auf ihren ersten Auftritten auf die Bühne geschoben und, wie ich das bei vielen Leuten gemacht habe. Egal, die ist krass. Preisträgerin und. Irgendwann, sie macht einen Track und schreit irgendwie 10-mal das N-Wort. Ich benutze es gar nicht mehr. Ja. Deswegen bin ich seitdem ein bisschen extremer geworden, dass ich auch nicht will, dass andere das benutzen. Erst recht keine weißen RapperInnen. Ja. Weil sie ist so und weiß. Mama. Und Mill. Du benutzt und das jetzt gar nicht mehr. Ich sag's gar nicht mehr seit über 3 Jahren, Digga, und es fehlt mir gar nichts. Ich habe neulich das erste Mal, weil ich irgendwas Heftiges gehört habe, woran ich mich gar nicht erinnern konnte. Einfach, es war wieder irgend so ein Rap-Moment, habe ich zu Hause, ich guck nicht zu, ist keiner da, und dann habe ich so 2 Lines, habe ich so mitgerappt, wo es so vorkam. Und habe ich voll heftig gefühlt. Also das reicht jetzt auch wieder für 8 Jahre. Ja, weil früher haben wir damit so rumgeworfen, jetzt haben wir den Salat. Ja. Jetzt muss er an jeder Ecke irgendwas sauber machen. Jetzt, ja. Digga, haben wir schon so viele Dings und keiner weiß mehr, wie er damit umgehen soll. Wir untereinander wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen, ja. So, weißt du? Also was das angeht, bin ich sehr auf der Vorfront, so, weißt du, wie wir schwarze Leute zusammenbringen in Deutschland und einfach diese Mistlage hier loswerden mit. Warum seid ihr unterrepräsentiert? Digga, ich bin auch hier teilweise rumgelaufen, wo ich in Age-Line-Alter war, Anfang 20 oder so, auf Reeperbahn und dachte mir, irgendwie rappen alle Schwarzen, die ich treffe, immer am schlechtesten. Das ist totaler Bullshit. Ohren, Augen, bla, du hast doch nicht alle gehört, nur weil du da bist, wo du gerade bist. Weißt du? Ein paar Jahre später, ich treffe auf Splash Sugar, MMFK, was hat der gemacht? Rasiert. Safe. Also es gibt überall genug Leute. Aber einfach dieses... Digga, ich schweife Todes ab. Ich hab doch gesagt, es gibt keine Kurzversion. Also sie macht diesen Track, sie sagt 10-mal das N-Wort, ich flipp aus. Wir haben 3 Jahre, kein Kontakt. Streit, richtig. Also ich wollte ihr echt den Hals umdrehen und ich hau ja keine Frauen, aber es war echt so, ich wollte ihr echt den Hals umdrehen. Easy. Und alles, Hafenklang, Pudel, die besten Wagenbau, 227, alles, wo ich immer Narrenfreiheit hatte, die besten Punkerläden, alles linke Schuppen.
und die lassen sie auftreten. Das ist der Titeltrack von diesem Album. Ne? Okay. Track 8. Der ist jetzt überall gelöscht. Oder das Album ist sogar gelöscht. Weil ein Kollege von mir sie darauf aufmerksam gemacht hat. Sie meinte zu mir, wir haben es danach wieder zusammengefunden, wir machen wieder Features. Ich sag irgendwann, Anfang des Jahres. Ich so, ey, ist Zeit, hast du Bock, mich zurück zu sagen, feature mich mal jetzt zurück. Einmal. Für mich. Du jetzt einmal für mich. Ja, okay. Zwei, drei Tage später, nee, geht nur für mich, geht nur für mich. Also, egal was, geht nur für mich. Ich flipp auch, also, was, ich bin ein bisschen angepisst. Ich sag mal, Manager, mach einfach. Mach, was du machen kannst. Ich so, okay. Wann treffen? Ja, ich schreibe nur im Studio, Allüren, Diva-Modus. Ich sag, du bist Psycho, du wirst anstrengend. Ich sag, Psycho? Anstrengend? Weil, Moment mal kurz. Weißt du, was für mich Psycho und anstrengend ist? Dass du dich dafür nie entschuldigt hast, dass wir hier gerade wieder Mucke machen, dass ich dich in Videos und allem unterstütze, Tour-Support, alles Mögliche. Weißt du? Ohne irgendwie die Hand aufzuhalten, so für das Minimalste bis gar nichts. Einfach nur aus Bock. Lines, Reime, alles. Videoideen ohne Ende. Du weißt ja, ich bin Kreativfabrik. Oh, das ja. Ist für mich Psycho, dass du dich noch nicht mal dafür entschuldigt hast. Und dann natürlich sind irgendwann sind die Farben, ne? Ist der Vorhang gefallen, hat sie gezeigt, okay, sie scheißt auf mich. Also wirklich insgesamt, nicht nur auf mich als Artist, sondern sie scheißt auf meinen Struggle als in Deutschland geborener schwarzer Typ in Rap und Hip-Hop, der sich noch nie mit was anderem beschäftigt hat als mit das hier. Ja. Weißt du? Und sie scheißt da einfach drauf, das ist so krass. Wenn das aus meinem Innersten, an eigenen Kreis kommt, egal was ich sonst so an Messern im Rücken habe, das hat wehgetan. Weil ich war richtig so auf, Digga, wow, ich habe so viele Leute aufgebaut, Digga, genug Leute sind jetzt Preisträger, genug Leute sind jetzt reich. Es ist nicht so dieses, wo kommt, wann, wie, was, irgendwie zurück, bla, nein. Digi, die Haltung dieser Leute zu Rap und zu schwarzen Menschen, die Erzeuger sind von Hip-Hop, der Respekt vor Rap, der Respekt vor Hip-Hop ist gone. Ich sehe ihn nirgends. Breaker und so, ja, okay. Writer und so, okay. Aber die sagen nichts. Die Leute, die am Mic sind, sind die, die Geld verdienen, weil wir die Cash-Cow sind. So, deswegen jetzt wollen alle Rapper werden. Digga, irgendwelche Adlib-Artists kommen jetzt und werden Rapper, Digga. Leute, mir ist einfach nur seitdem aufgefallen, wie viele helle bzw. weiße oder auch mir scheißegal. Alle nicht schwarzen Rapper in Deutschland, die das N-Wort gesagt haben, ich komme nach Berlin, ich mache Remix von King of Rap, Kusa Wasch, hab die alle nacheinander abgefrühstückt. Hengst, alle, die mir eingefallen sind von früher, die wir auf den Kassetten gehört haben, wo ich klein war, was mich verwirrt hat, das weiße Leute das sagen, die habe ich schon erwähnt. Und in Berlin erfährst du dann natürlich, die haben hier schon längst ihre Packung bekommen, schon in demselben Jahr, wo das Dings, aber das verlässt die Stadtgrenzen nicht. In Hamburg weißt du nicht, Kusa Wasch hat Latschen gekriegt dafür, ja, was er gesagt hat, King of Rap. In Hamburg hörst du nicht, Hengst hat in die Fresse gekriegt von schwarzen Leuten auf irgendwelchen Battles und Jams mehrmals wegen, was er da gesagt hat. Ist auch schon zu lange her. Es ist halt derbe lange her. Aber das ist für uns lange her, weil wir zweite Generation sind. Aber der Scheiß gibt ja immer Anschwung. Egal, wenn ich mit wenn ich jetzt mit meinem Bruder mich hier drinnen laut unterhalte und wir werfen die ganze Zeit das N-Wort durcheinander, wird mindestens ein oder zwei Personen in diesem Raum denken, ist ja eigentlich wieder okay, ich habe mich auch derbe cool gefühlt, wo das so war. Und die haben sich auch immer cooler gefühlt, wo sie es gesagt haben. Dabei vergiften wir den Raum. Wir vergiften die ganze, wir vergiften das Gespräch. Ich werde jemand ganz anders, wenn ich dieses Wort höre, Digga. Muss ich mich schon mit Dingen auseinandersetzen in meinem Kopf, weil ich viel nachgeschlagen habe, weil ich viel geresearched habe, viel Geschichte. Digga, die Geschichte ist leider so, wie sie ist. Und nur weil irgendwer jetzt gerade aus seinem Privilege keinen Bock hat, sich einen Spiegel vor die Fresse zu halten, weil er ja Rapper ist, und nie schwarz sein wird und nie sich mit diesem Struggle wirklich identifizieren kann oder wirklich spiegeln kann, sondern nur nachempfinden kann oder nachahmen oder nachimitieren. Und das ist der große Unterschied. Da fehlt auf jeden Fall der Respekt am Leid anderer Menschen. Der ganze Gangshit und so, das wird hier alles Feuer fangen. Wenn das so weitergeht, wird das Feuer fangen, weil das ethnische Tensions geben wird zwischen Schwarzen und von denen aus mit dem Rest. Weil alle sich dann wieder irgendeinem Team anschließen müssen und so. Und dann haben wir dieselben Probleme wie in allen unseren Nachbarländern. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Das schwingt da für mich alles mit. Und ich habe gesagt, wenn ich nicht meine eigenen Leute maßregel oder meine eigenen inneren Kreise, die das machen, nicht maßregel, dann kann ich mir auch nicht erlauben, andere Leute zu verbessern oder zu korrigieren oder irgendwie zurechtzuweisen oder sonst irgendwas. Dabei zensiere ich mich selber schon die ganze Zeit.
Weißt du, wie ich meine? So. Nur um andere Leute Verstand nicht zu vergiften oder um andere Leute Musik nicht zu vergiften. Oder meine eigene Musik nicht zu vergiften, die einen anderen Verstand treffen wird. Weißt du, ich meine? So. Und so viel Denken ist in Rap einfach seit Jahren gar nicht drin. So. Ich bin durch diese Art, ich habe eh den langen Weg genommen, bin ich ein Außenseiter geworden, schön und gut, scheißegal. Ich bin Meister in meinem Element jetzt, Digga, ich kann freestylen wie ein Gott, ich kann Texte schreiben wie ein Gott, ich kann Beats bauen, ich kann alles. Aber trotzdem, diese Scheiße kann ich nicht mehr sein lassen, wie sie ist. Weil das kennt kein Ende. Rassismus kennt kein Ende. Es ist genau wie dieses ganze Vergewaltigen und so. Jede Kultur, jedes Land, jedes Volk hat mit diesen Sachen zu kämpfen. Und das ist ein weltweiter Virus. Wenn Rap oder Hip-Hop in Deutschland nicht erkennt, dass damit Schluss sein muss oder dass man das anzukreien hat, weil Rap ist der Pranger. Deutschland ist das einzige scheiß Land, Digga, wo Rapper sagen, beschwer dich nicht so viel. Früher haben sie zu uns gesagt, rap doch nicht auf beide Sprachen. Rap mal nicht auf Englisch. Und heute? 70% aller Texte sind Englisch, Digga. Irgendwelches Phrasengedresche, noch nicht mal Punchlines, Digga. Weitergelaberte Playback-Subtitle-Rap-Scheiße, Digga, die du irgendwo gehört. Das ist so, wie wir früher Toy-Sketches gemacht haben und versucht haben, irgendwie das T-Ende oder den T-Fuß von Kentu nachzumalen. Da war wenigstens aber noch Skill required und das war eine Übung. Rapper heute gehen ans Mic und üben, nennen sich aber Rapper. Rapper waren für mich früher schon eine niedere Brut, Digga. Aber diese Leute sind noch nicht mal Rapper, Bro. Ich bin MC. Ich bin Marvin Collins, ich bin ein Master of Ceremony. Ich kenne meine Aufgabe auf diesem Planeten. Ich bin eine richtige Hip-Hop-Persönlichkeit. Ich mache jedes Element. Und keiner, der das gemacht hat, hat das hier unter Beweis gestellt. Mein nächstes Ding, das Scheme ist einfach nur alle Elemente ausfahren, Digga. Culture wieder zeigen. Allen zeigen, den Kleinen wieder zeigen, es gibt ein Battle. Warum hat Berlin jahrelang gesagt, es gibt kein Battle? Und Hamburg hat noch nicht mal den Mund aufgemacht dazu. Dabei hatten Hamburg und Berlin eigentlich das Battle am Laufen. Was passiert 2008? Wir fahren rüber mit 187 Hamburg und Berlin. So jetzt, redet. Da haben wir schon History geschrieben. Und gab es ein Battle? Nein! Es gab Schlägereien, ja. Es gab, hier hat jemand gekriegt, da wird jemand hinterhalten. Straßenscheiß. Jetzt sitzen alle in ihrem Podcast, Digga, und labern sich einen vom Pferd, Digga, über ihre krassen, halbkriminellen, kleinkriminellen Backstage-Rapper-Gangster-Stories, Digga. Maga, das ist was anderes, wenn du dich da hinsetzt und du sagst nebenbei, da sind Sachen passiert, es geht aber eigentlich um Rap. Oder wenn du sagst, ich diss jetzt die ganze Zeit Leute, Hauptsache ich bleibe im Gespräch. Das hat nichts mehr mit Rap zu tun. Das sind keine MCs, das sind auch keine Rapper mehr. Das sind Boulevardmenschen, die einfach auf Skandalwahrscheinlichkeit, Shock-Value pochen und hoffen, dass niemand so genau zuhört wie ich. Aber ich höre genau zu. Dabei höre ich gar keinen Rap mehr, Bro. Ich höre nur noch Beats. Wenn ich Rap höre, dann muss ich jetzt so zwei Schritte Anlauf nehmen. Jetzt hören wir Rap. Weißt du? Außer meine letzten drei Likes auf Soundcloud sind irgendwas Rap und ich schalte Sender ein. Du weißt doch, Algorithmus live, Playlisten live. Ciao. Die ficken mich mit meinem eigenen Geschmack auf Soundcloud. Soundcloud ist wie meine Kirche, aber nur weil er meine Favorites kennt und jetzt wir so lange Sender gehört haben, schickt er mir immer wieder denselben Scheiß. Egal, keiner auf meiner Uhr schmeißt mit dem N-Wort rum und es weiß in Deutschland, ohne dass der rasiert wird. Haut abziehen. Diese selbe Person sagt zu mir, sie ist farbenblind. Digga, das ist das Standardargument aus unserer Zeit früher. Ja, ich bin farbenblind. Warum? Nur damit du dich dem Gespräch und der Diskussion nicht stellen musst. Und wir als die Betroffenen waren so lange so unterentwickelt, dass wir das nicht gecheckt haben. Und erst seit Floyd, Digga, checken Leute überhaupt erst, hinterfragen die Leute erst überhaupt diese ganzen Bullshit-Argumente. Und dann ist mir klar geworden, Digga, es gibt sehr wohl diesen ganzen Scheiß. Ich habe 3 Jahre davor oder so bei meinen Großeltern am Tisch gesessen, die haben mich gefragt, Marvin, Rassismus, ja oder nein? Ich so, kaum, keine Ahnung, bla. Digga, alles verdrängt, Mann. Unter jedem Track, Digga, bei mir, YouTube, egal, guck meine ersten Tracks, Digga, 70% Nazi-Kommentare. Okay. Trotzdem fahre ich alleine nach Marzahn und nimm da auf. Weißt du? Einfach immer hinter die Lügen seiner eigenen Kultur gucken, Digga, und hinter die Lügen seiner eigenen Leute. Oder von sich selbst und einfach clean kommen, sagen, ey, das habe ich falsch verstanden oder das habe ich falsch gesagt. Jetzt denke ich so und so darüber. Weißt du, was ich meine? Ich würde auch nicht mehr rappen jetzt in der Zeit heute, Ultramulatto, bla bla bla. Das sagt man zu Tieren, weißt du? Hast du eigentlich schon mal so richtig, woanders schon mal richtig so ein Interview gemacht? Oder so podcastmäßig auch? Klar. Hast du schon, ne? Ja, ich war bei Steiger mit Candice. Du hast wirklich viel zu erzählen. Ich war bei Steiger und Mauli mit Candice. Ja. Und bei. Hab ich gar nicht mitbekommen, aber. Das ist super.
Kennst du die Rap-Stunde oder wie das heißt? Muss ich mal machen. Von Steiger, das Cast halt. Ja, haben wir noch ein paar Fragen oder lassen wir das? Haben wir es eigentlich? Ich würde sagen, er hat so nice erzählt. Ja, so nice, manchmal ist es viel besser als diese Fragen. Sorry. Weißt du, kennst du das? Nein, sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ja, das ist auch letzten Endes der Grund, warum ich hier bin. So. Weißt du, wie ich meine? Ich werde euch da nicht spoilern, aber sie ist kein Niemand und das wird dann Sinn ergeben, wenn du checkst. Ich hab's ja gehört in dem Track, also ich weiß. Ist ja eigentlich auch alles schon gesagt, aber deswegen nenne ich sie nicht mehr bei ihrem Artistnamen. Ja, deswegen habe ich auch gar nicht mehr gefragt. Weil Digi, das ist unsere Ecke. Weißt du, wie ich meine? Ich bin aus Karibik, weil die erste schwarze Republik auf der Erde. Das hast du selbst gesagt. Nein, ich rede von der Insel, nicht von dieser. So, verstehst du? Das ist ja das Problem. Ja, okay. Verstehst du? Deswegen halt Mann, ja. Strohpuppe. Weil alle sagen Voodoo, Kappa der Voodoo-Typ. Blablabla. Digga, sie nennt sich. Ja. Why? Schreit dann diesen Namen rum. Ich hab nur einen einzigen Post gemacht. Ich hab gefragt, warum nennst du dich eigentlich. Es kam keine Antwort. Digga, natürlich. Von der Person, die du so lange kennst, erwartest du eigentlich, ne, die du für sogar, wo du denkst, ihr seid befreundet. Ne? Ja. Und du hast deinen Punkt gemacht nach 3 Jahren nicht reden und das ist verstanden. Du wirst niemals in denken, dass sie das nicht verstanden hat oder so. Aber manche Leute haben halt kein Dings. Weißt du, keine Ahnung. Naja.